Mein Name ist Dirk Heimblut, ich bin Hauptgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes. Wir haben ein neues Gartenprojekt aufgebaut mit Unterstützung der Sparda Bank Essen, wo wir in einer Garage, einer umgebauten Garage, Gartenarbeit anbieten, speziell für psychisch Erkrankte. Also grundsätzlich kann man sich das vorstellen wie einen normalen Garten, wenn auch wir da sehr stark mit Kübeltechnik arbeiten. Also wir haben verschiedene große Kübel angeschafft, sodass die Garage insgesamt entsprechend ausgestaltet werden kann. Und dann können in der Garage in diesen Kübeln Tomaten gezogen werden, Kräuter angebaut werden, aber auch vielleicht einfach ein Bäumchen oder Pflanzen gepflanzt werden. Die Aufzucht, die Hege und letztlich auch die Ernte, wenn man so möchte, ist dann das, was wir da in den Garten anbieten und was die psychisch Erkrankten dann auch nutzen und gerne nutzen. Mein Name ist Matthias Seeger, ich bin Vertriebsleiter bei der Sparda Bank West hier in Essen. Die Sparda Bank West ist hier seit 105 Jahren mit 5 Filialen vor Ort tätig und hat mit Hilfe des Gewinnsparvereins die Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen zu unterstützen, macht es aber darüber hinaus auch in sozialen Bereichen, in sozialen Projekten, ganz lokal vor Ort, wo es der Bank daran liegt, hier vor Ort Farbe zu bekennen und konstante, geerdete Beziehungen zu nutzen. Es kommt doch leider häufiger vor, dass man auch im beruflichen Alltag oder im Umfeld erfährt, dass Menschen psychisch erkrankt sind und dieses Tabu auch durchbrochen werden muss und dass es auch der Bank am Herzen liegt, diese Projekte zu unterstützen und den Menschen eine bessere oder leichtere Wiedereingliederung zu ermöglichen. Und da ist natürlich dieses Projekt des ASB herzlich willkommen. Ich kann von mir selbst sagen, ich habe keinen grünen Daumen, aber zu Hause, durch Zusammenwirkung mit meiner Ehefrau, ist es so, wir haben eine Terrasse, die von meiner Frau wirklich sehr kreativ gestaltet wird, dass wir sagen, Mensch, das ist auch eine Assoziation zu sagen, Mensch, diese grünen Erlebnisse, die dazugehören, wenn man die natürlich bei einem psychischen Kranken auch noch umsetzen kann und das bisschen, was man selbst als Hobby hat und dann mit dem Partner zusammen, ist natürlich eine sehr schöne Kombination, das zu verwirklichen. Natürlich ist sozusagen der Erholungswert des Stadtgartens nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt da gemacht wird von uns. Der Stadtgarten ist ja auch eine andere Größenordnung. Aber ich glaube, Sie würden schwer Schwierigkeiten kriegen, wenn Sie versuchen würden, da Ihre Tomaten anzupflanzen. Und davon abgesehen, selbst wenn das noch gelingen würde, ob Sie die noch selbst ernten können, würde ich auch bezweifeln wollen. Aber hier geht es darum, selbst was tun zu können im Garten. Und das, glaube ich, hätte auch die Stadt nicht so gerne, wenn wir das im Stadtgarten machen würden. Es ist aber ein Projekt, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Das heißt, der Garten fängt ja erst an. Jetzt sind ja die psychisch Erkrankten, Behinderten, die zu uns kommen, dabei sozusagen daraus was zu machen.